Heute vor 150 Jahren, am 24. Oktober 1873, da wurde am Wiener Schwarzenbergplatz die erste Wiener Hochquellwasserleitung eröffnet und damit wurde auch ein neuer Brunnen aus der Taufe gehoben. Heute, am 24. Oktober 2023, haben Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bürgermeister Michael Ludwig den Jubiläumsbrunnen hier in Favoriten eröffnet. Ein Brunnen, über den sicherlich eifrig diskutiert werden wird, denn Rom hat beispielsweise den wunderschönen Trevi-Brunnen. Dubai hat beispielsweise die Fontane vor dem Burj Khalifa und Favoriten hat jetzt dieses neue Kunstwerk. Was Bürgermeister, Stadtrat Czernohorski und auch die Wiener dazu zu sagen haben, hören wir jetzt. Schwarzenberg-Feeling auch in Wien Favoriten. Die Fontanen, die geht richtig hoch. Bezirksvorsteher Markus Franz, wie gefällt Ihnen denn dieser Brunnen? Ja, ich glaube, ein Glückstag. Also Schwarzenbergplatz vor 150 Jahren, heute die Eröffnung im Beisein des Bundespräsidenten und des Bürgermeisters und hinter uns die schöne Fontäne. Also ich glaube, ein Highlight für kommende Jahre im Bezirk. Vor allem in den Sommermonaten, wenn es dann etwas wärmer ist, wird das wahrscheinlich auch sehr viele Kinder freuen. Ja, wir haben ja angrenzend einen Bildungscampus, einen Kindergarten, aber auch eine Senioreneinrichtung. Und ich glaube, alle brauchen Abkühlung auch im Sommer. Und das kann so ein Platz werden, so ein Cool Spot, dass sich die Leute eben abkühlen kann, ein bisschen die Zeit verweilen, da dem Plätschern ein bisschen zuzuhören. Und schon allein das Geräusch, glaube ich, ist auch eine innerliche Abkühlung. Ja, am 24. Oktober 1873, also vor genau 150 Jahren, hat Kaiser Franz Josef I. und der Wiener Bürgermeister Kajetan Felder den ersten Hochstrahlbrunnen eröffnet, damit die erste Hochquellwasserleitung, die hervorragendes Wasser nach Wien geführt hat. Das war eine technische Meisterleistung des Ingenieurs Professor Eduard Süß und in nur 4 Jahren Bauzeit ist diese Hochquellwasserleitung errichtet worden. Der Hintergrund war, dass Wien als stark wachsende Metropole mit Cholera-Pandemien zu rechnen gehabt hat. Und alleine im Jahr 1873, und es war damals die erste Wiener Weltausstellung, sind 3000 Menschen an der Cholera gestorben. Also es war notwendig, die Hygiene, die Gesundheitsrahmenbedingungen zu verbessern. Und da war das Wiener Wasser ganz wichtig. Also das war eine Entscheidung, die beispielgebend war. Und wir setzen diese Tradition nicht nur fort, sondern investieren jedes Jahr rund 100 Millionen Euro, um das Netz des Wiener Wassers nicht nur zu sanieren, sondern laufend auszubauen. Wird es in Wien ein neuer Hotspot werden? Werden da die Touristenbusse in Zukunft auch hierher kommen, um vielleicht kurz stehen zu bleiben, um das ein oder andere Foto zu machen von diesem Brunnen? Zuerst einmal wird es ganz sicher ein Cooling-Spot. Dafür ist es auch gedacht. Es soll ja abkühlen in heißen Sommertagen. Aber ich bin überzeugt, wir haben mit der Künstlergruppe Gelatin das große Glück, Leute gewonnen zu haben, die, was Kunst betrifft, in der Champions League spielen. Und ganz sicher wird das internationale Beachtung finden, ganz sicher werden Leute darüber reden. Nicht nur die Favoritinnen und Favoriten, Wienerinnen und Wiener, die Leute werden kommen, den einen wird es gefallen, den anderen nicht, es wird darüber gesprochen werden und genau das soll es auch sein. Auf das freue ich mich ungemein. Dann hoffen wir, dass auch bei diesem Brunnen der Finaleinzug in die Champions League zu Trevi und Fontana in Dubai gelingen wird. Ja, ganz genau. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Beim Wasser ist sie jedenfalls begründet. Vielen Dank. Wie gefällt Ihnen denn dieser Brunnen? Da werden die Wiener heftig diskutieren. Wirklich nicht. Nein. Warum? Für alleine die Figuren. Es ist so viel Steiner. Mir gefällt es nicht. Uns gefällt es sehr gut. Ja? Es ist sehr lustig und sehr spielerisch. Bereichert das die Stadt und den Bezirk? Ich glaube schon. Also ja. Wenn da eine Schule ist, ich glaube, das kann schon ein richtiger Ort sein. Auf jeden Fall. So ist er eh in Ordnung, nicht? Aber ich bin nur neugierig, wie lange so schön ist. Ja. Wird das ein Touristen-Hotspot werden, wenn da viele herkommen, sich das anschauen? Das glaube ich nicht. Höchstens die Sprüher. Die Sprüher, die Figuren alle ansprühen. Weil ich wohne da in dein Haus. Und ich weiß, es, wie sie, was sie da anspült. Nicht schlecht. Nicht schlecht? Ja. Bisschen eigenartig, aber was so ist. Was finden Sie eigenartig? Die Figuren, die was sonst. Ja, relativ schön. Ja gut, gefällt mir das, ja. Was macht? Ich wohne da vis-à-vis und da habe ich jetzt immer, wenn ich bei der Haustür herausgehe, habe ich das immer von mir. Das ist hübsch, ja. Alles, was kommt neu und so etwas, das ist wunderschön für Stadt, für Augen, für alles.
Das wird eine Touristenattraktion, glaubst du? Genau so, ja? Genau so. Aber das ist für mich schon viel besser, weil ich wohne da gerade von meinem Balkon. Ich habe so ein Paradies. Paradies? Ja, das ist wunderschön. Mir hat vorhin ein Passant, der wollte nicht vor die Kamera gehen, gesagt, schaut ein bisschen aus wie ein schwangerer Elefant. Nein, die Figuren sind halt komisch. Es ist Geschmackssache.